Hallo und herzlich willkommen zurück bei Pokémon Soul Silver in der Nuzlocke Randomizer Challenge. Ich bin euer Delta. Ich habe trainiert. Ich habe viel trainiert. Es war scheiße anstrengend. Sashimi ist jetzt Level 10 und die anderen beiden Level 12. Es war scheiße anstrengend. Das muss ich, glaube ich, nicht wiederholen. Es hat ewig gedauert, dann ist das Spiel ständig abgestürzt. Stress. Fischkopf. Trainiere ich erstmal nicht. Ich meine, yo, cool. Ich habe noch was entdeckt. Hier unten kann man noch irgendwo lang gehen, oder mal. Und drüben geht es noch nach unten. Und hier ist nämlich eine neue Route. Denke ich zumindest. Lass mal kurz gucken. Erhalten Route 30. Norborgion, Route 31 und Alpruin. Das heißt, auf der 32, wo wir uns jetzt befinden. Das war doch die 32, oder? Ja, Route 32 können wir noch Pokémon fangen. Ja. Da hab ich Bock drauf. Schauen wir, was wir bekommen. Ein Nidoran, weiblich. Das ist ziemlich cool. Jetzt muss ich... Gut, dass ich Tentache habe, also Sashimi. Das wird jetzt nämlich relativ gut zum Schwächen sein. Oh, Nidoran Level 4, Alter. Boah. Da kann ich doch dann gleich wieder trainieren gehen. Egal, wir fangen das. Es kann Kratzer, wow. Okay, das ist ein Upgrade. Weil Tentacha, das kann einfach nichts. Versteht ihr? Das kann einfach gar nichts. Das ist viel zu schwach. Das macht so. Es ist Level 10 und macht den Level 4er weniger Schaden, als der Level 4er ihm macht. Das ist traurig. Auch wenn es einen starken Willen hat, ist das schon ziemlich traurig. Und deswegen fangen wir das jetzt. Das scheint mir relativ cool zu sein. Wenn wir das denn haben, ich glaube, es ist auch Gift normal, ne? Das bringt mir natürlich nicht so viel. Was soll man machen? Wisst ihr, was jetzt traurig wäre, wenn das Nidoran mich wegkrittet und ich Sashimi umsonst trainiert hätte? Ja, das wäre eine Scheiße. Das wäre ziemlich scheiße. Aber egal. Ich denke, es sollte reichen, um es zu fangen. Okay. Ich habe übelst viele Tränke verballert. Im Training. Wie sich herausgestellt hat, konnte ich Tentacha nur ordentlich trainieren. Gegen Tentacha. Aber das funktioniert nicht gut. Yay, die Nidoran weiblich ist im Team. Wie nennen wir das Vieh? Obwohl es nicht aggressiv ist, malträtiert es seine Feinde bei Bedrohung mit seinem Giftstacheln. Yay. Yay. Ein Spitzname, ja. Es ist... Ich nenne es Mümmel. Mümmel ist ein guter Name. Das sieht nämlich aus wie ein Hase und Hasenmümmeln. Das wissen wir alle. Hier geht's auch noch lang. Ich habe keine Ahnung, wo es da hingeht. Wenn ich ehrlich bin. Hallo. Oh, du untersuchst die Ruine. Aus dir wird bestimmt mal ein guter Wissenschaftler. Auf jeden Fall. Auf den Steintafeln sind Zeichnungen. Ich habe versucht, sie ein bisschen zu bewegen, aber ich habe immer noch keine Ahnung, zu was sie gut sind. Ja, ich auch nicht. Genau dasselbe. Achso, jetzt bin ich hier. So, was haben wir hier eigentlich für ein Häuschen? Alpruin-Forschungszentrum. Gehen wir da mal rein. Hallo. Die Muster an der Wand sind der Schlüssel zum Geheimnis der Ruinen. Das ist zumindest meine Meinung. Ja, das ist schon korrekt. Wir wissen zwar, dass diese Ruinen vor ungefähr 1500 Jahren errichtet wurden, aber noch nicht von wem und zu welchem Zweck. Das ist traurig. Oh! Und wieder ist die Archäologie um einen vielversprechenden jungen Menschen reicher, der sich auf ihre Pfade begibt. Yeah! Was sagst du? Du bist nur ein Tourist? Ach so. Da habe ich mich wohl zu früh gefreut. Okay. Mehr habt ihr nichts zu sagen. Wow.
Wow, wow, wow. Okay. Gut. Gut, gut, gut. Dann gehen wir mal ein Stück weiter nach unten. Gucken wir mal, ob es hier noch. Der will bestimmt kämpfen, habe ich recht. Ja. Warte, warum die Eile? Oh. Warst du schon in der Pokémon-Arena? Das ist ein guter Ort für Trainer, um sich und seine Pokémon zu stehlen. Das ist Trainer-Grundwissen. Schau dort mal vorbei. Okay, wir dürfen hier noch nicht lang. Mich würde interessieren, was es hier noch so gibt. Was hätten wir noch erwischen können? Ist ein Nidoran? Ah, Nidoran. Okay, interessant. Okay. Ich bin immer noch sehr traurig, dass Muffel auf Level 12 immer noch keine Elektroattacke kann. Das ist durchaus ein bisschen belastend. Vor allem kannst du einen Tackle. Tackle ist scheiße. Obwohl, Tackle ist besser als Umklammerung oder Giftstachel. Okay. Also hätten wir hier ein Nidorino, Nidorina weiblich fangen können. Sehr gut, okay. Gut. Dann gehen wir nochmal in die, in das Pokémon Center. Und dann würde ich sagen, gehen wir zum ersten Orden. Habe ich recht? Kloppen wir den ersten Arena-Leiter um. Ich bin mal gespannt, was der für Pokémon hat. Ich meine, wirklich vorbereitet auf irgendwas bin ich ja noch nicht. Das macht mich ein bisschen ängstlich. Ja, nur ein bisschen. Laut Geschichte soll es, glaube ich, hier Vogel-Pokémon sein, oder? Das Flug. Glaube ich. Bin mir unsicher. Hallo. Hey du, zukünftiger Champ. Bist du hier, um Falk den Arenaleiter zum Kampf herauszufordern? Dann bist du hier genau richtig. Naja, oder zumindest bist du schon mal auf dem richtigen Weg. Wir haben hier eine Trainingsstätte in dieser Stadt, den Knuffenserturm. Wenn dein Pokémon-Team dort kein Land sieht, ist das ein gutes Zeichen, dass du noch nicht reif für die Arena bist. Haha. Knuffenserturm? Pokémon-Schule. Lass uns schulen. Also Kinder, alle bitte auf die Plätze hier hinten mit dem Gameboy. Weiter so. Auf der Tafel stehen Erläuterungen zu den Statusveränderungen, die sich Pokémon im Kampf einfangen können. Welches Thema willst du etwas lesen? Ich würde sagen, gar keins. Scheiße. So. Ich glaube, ich kann gegen die alle kämpfen. Es gibt Bären, mit deren Hilfe Pokémon sich Pokémon heilen können. Muss sie ihnen nur geben. Es gibt außerdem noch viele andere Items, die man Pokémon geben kann. Es ist nicht leicht, bei so vielen Notizen nicht den Überblick zu verlieren. Der Lehrer sagte, Pokémon verfügen auch über Spezialfähigkeiten. Offenbar entscheidet die Art des Pokémons darüber, welche genau. Es soll viele Spezialfähigkeiten geben, die im Kampf sehr hilfreich sind. Ja, mein bestes Pokémon mit dem Typen neben mir getauscht. Nanu, ich habe ein Pokémon geschickt bekommen, das ein Item bei sich trägt. Wow. Ich schreibe immer mit, was der Lehrer sagt, damit ich es später lernen kann. Besser, ich schreibe auch alles von der Tafel ab. Bist du ein böser Gegner? Hey da, ich weiß, das kommt jetzt ein bisschen plötzlich. Aber hast du nicht Interesse an einer Gruppe? In einer Gruppe kannst du dich mit anderen messen und viel Spaß haben. Nun, was meinst du? Info. Willst du eine neue Gruppe oder trittst einer bei, dann solltest du unbedingt den Konix-Club besuchen. Dort kannst du Statistiken mit anderen Gruppenmitgliedern tauschen und so gehörst du schon bald richtig dazu. In einer Gruppe teilst du mit deinen Freunden alle möglichen Erlebnisse. Genau das macht das Spielen in einer Gruppe so lustig und interessant. Jeder kann eine Gruppe bilden und jeder kann dieser Gruppe beitreten. Ich hoffe, deine Gruppe wächst fix und du hast viel Spaß dabei. Ach komm. Yay, yeah, cool. Und wie soll deine Gruppe heißen? Wir sind die Poke. Wo ist das K? Da drüben. Poke. Nee. Wir sind die Pockboys. Pockboy-Gruppe. Yeah. Pockboy-Gruppe, ja. Toller Name. Finde ich auch. Ihr Leiter ist Zelda, okay.
Ey, auf die Gruppe bekommt viele Mitglieder. Ja, ich glaube weniger dran. Das Spiel ist relativ alt. Ich weiß nicht, ob das noch gespielt wird. Okay, da komme ich nicht weiter. Wo ist der Knopf-Fenster-Turm? Ist das Ding hier oben oder was? Hallo, junger Mann. Soll ich dir was verraten? Du kannst Markierungen auf die Karte von deinem Pokécom setzen und dir kleine Notizen dazu schreiben, wenn du willst. Ich will auch so ein Pokémon. Pokécom. Aber meine Mama will mir keinen kaufen. Ich weiß schon, warum laufen, Scheiße. Das ist der Knopf-Fenster-Turm, ja. Okay. Gehen wir da mal rein. Gehen wir da mal rein. Der Knopf-Fenster-Turm. Die Trägersäule des Turms soll einst aus einem über 30 Meter hohen Knopf-Fenster entstanden sein. Wer es glaubt, wird selig. Siehst du, wie sie... Was? Wie sie sich bewegt. Ach du Scheiße, die Mönche scheinen oben mitten im Training zu stecken. Das sieht gefährlich aus, Leute. Der Knopf-Fenster-Turm wurde vor langer Zeit als Trainingsstätte für Pokémon errichtet. Leute, die es bis ganz an die Spitze des Turms schaffen, erhalten eine exklusive Attacke. Okay, mehr gibt's hier gerade noch nicht. Dann gehen wir mal hoch. Gott, hoffentlich blamiere ich mich jetzt nicht. Obwohl, so stark kann das jetzt hier nun auch nicht sein, ne? So sehr wir hier auch... Was? So sehr wir hier auch wüten. Der Turm steht felsenfest. Yeah. Let's go. Weiser Eckert. Dach Eckert. Carni Mani. Hallo? Level 3. Scheiße. Ihr seid nicht die Stärksten, habe ich recht. Fuck, ey. Wozu habe ich überhaupt trainiert? Wozu habe ich trainiert, frage ich euch. Das ist verdammt traurig. Wer kommt jetzt? Skorgo. Okay. Auch nicht schlecht. Kenne ich auch erst. Ich glaube, das kommt auch erst in einer späteren Generation dazu, oder? Bin mir unsicher. Ich glaube, 4? Ich weiß nicht. Es ist tot. Boah, was? Celebi? Hallo, legendäres erstes Pokémon. Warum seid ihr alle Level 3? Ich hoffe, ich habe keinen Fehler bei den Einstellungen gemacht. Genesung. Full Devil. Full Devil, Celebi. Also jetzt reicht's, oder? Findest du nicht? Findest du nicht, es geht zu weit? Okay, verringern wir die Verteidigung, damit sollten wir es schaffen. Auch wenn es Genesung einsetzt. Good job, Celebi. Good job. Konfusion, Alter. Das ist krass. Kann mal einer das Celebi eintüten? Ist tot. Okay, easy, Stufe 13. Funkensprung! Jawoll! Ja, Eckert, damit hast du dich gerechnet, habe ich recht. Yeah, endlich krieg ich mal wieder Geld. Ich habe so viel Scheiß ausgegeben. Für Tränke und so. Für das Training. Dass ich überhaupt kein Geld mehr hatte. Oh, geil, ein Paraheiler. Nehmen wir gerne mit. Man gönnt sich ja sonst nichts. Hallo, Weiser. Wir bewachen diesen Turm, um den Pokémon auf diese Weise unseren Dank auszudrücken und damit wir nie vergessen, was wir ihnen verdanken. Finde ich gut. Kann man machen. Helmut, es geht. Ist auch Stufe 3. Das ist alles Stufe 3. Hoffentlich bleibt das nicht alles auf Stufe 3. Okay. Er macht es unwirksam. Funkensprung! Yeah! Easy. Okay, wir müssen unbedingt nochmal Wuffel austauschen. Der kann eigentlich die ganze Drecksarbeit machen. Oh, ein Visor. Hallo, Visor. Stirb, Visor.
den nächsten Kampf wird Dings bestreiten. Vogli. Wie es hieß. Cosella! Cosi Cosella! Stirb. Yeah. Fuck. Und die sind schwächer als die wilden Pokémon draußen. Das kann doch nicht sein. Bestimmt irgendwas falsch eingestellt. Dass die eigentlich Stufe 10 sind oder so. Wir kämpfen hier mit Sashimi. Das könnte auch noch okay werden, sag ich mal. Noch ein Pokéball. X-Treffer. Yes. Finde ich gut. So geile Musik. Zittere wie Laub im Wind. Okay. Ich versuch's, Mann. Ich versuch's. Ludger. Hallo, Ludger. Igel Lava. Alter. Was zum Heiden? Level 3. Was für ein genetisches Experiment war das? Oh nein, es kann Tackle. Das heißt, es macht potenziell mehr Schaden als ich. Das ist gar nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Yeah. Und Giftstachel. Komm schon, vergifte es. Tu mir den Gefallen. Oh mein Gott, es braucht gar nicht vergiftet werden. Es stirbt sowieso. Ich mache mir langsam echt Sorgen, dass sie alle Level 3 sind und immer Level 3 bleiben. Das wäre gar nicht gut. Wow. Setz Teleport ein. Ach ja, Abra. Du wieder. Ich hätte nicht so viel trainieren müssen. Knilz! Es geht, Knilz! Du kriegst nicht viel Schaden. Hm? Doch. Ist effektiv. Ach, Gift gegen Käfer, ne? Käfer. Absorber, das sollte ihm Schaden machen. Das ist die Fähigkeit von meinem Tentacher. Ja. Das hat ihm Schaden gemacht, hat ihm kein Leben gegeben. Sehr gut. Knilz wurde getötet. Brenne in der Hölle. Mein Wille ist schwach. Was sehe ich? Was sehe ich? Es tut mir sehr leid, dass der Wille so schwach ist. Aber ich kann dir auch nicht weiterhelfen. Und was haben wir hier oben? Oh, noch mehr Gegner. Ein Trank gefunden. Sehr schön, danke. Den nehme ich immer gerne. So, nächster. Wer will jetzt zerstört werden? Yeah. Es ist Detlef. Er hat einen Two-Bots. Alter, Level 6, okay. Okay, das ist ein legendäres. Es ist so legendär. Two-Bots. Two-Bots. Nee, To-Bots, Alter. Two-Bots. Nee, To-Bots, Alter. Ich weiß nicht mal, wie man es richtig ausspricht. Two-Bots. Nee, das heißt aber To-Bots. Ach, keine Ahnung. Ist mir egal. Sprecht es aus, wie ihr wollt. Grenzer. Pff. Nicht mit dem Commander. Go, Sashimi. Prügeln ihn tot. Mit deinen Giftstacheln, die du bestimmt irgendwo am Körper hast. Setz Erholung ein. Oh, fuck. Okay. Es schläft sowieso. Das heißt, Vogli, gib dir Mühe. Das ist ein verdammtes legendäres Pokémon. Du wirst es besiegen, Vogli. Nur du kannst es schaffen. Ja. Schlag ihn mit deinen Flügeln. Okay, Erholung ist vielleicht nicht die beste Idee von den Trainern. Ich meine, man kann ja jetzt nichts mehr machen. Yeah. Sashimi ist Level 11. Alter, 135. Geil. Vogli Level 13, lernst du was Schönes? Doppelteam. Okay, nehmen wir auf jeden Fall mit.
ist besser als Heuler. Doppelteam, wenn wir das einsetzen, erhöht sich unser Fluchtwert. Das heißt, der Gegner trifft uns vielleicht nicht so gut. Das könnte ab und zu mal hilfreich sein. Noch bin ich nicht Meister meiner selbst, aber keine Ahnung. Yeah. Cool. Greg ruft an. Hey, Greg. Was geht ab, Greg? Guten Tag, Delta. Greg im Apparat, wie geht's? Ich habe alle möglichen Bären gefunden. Wenn du willst, teile ich mit dir. Ich warte hier. Route 31. Das ist ärgerlich. Okay. Würde ich aber sagen... So. Wie es weitergeht im Knopfenserturm und was wir dann für weitere Abenteuer erleben, sehen wir beim nächsten Part von Soul Silver Randomizer Nuzlocke Challenge. Nuzlocke Randomizer Challenge. Keine Ahnung. Ich bin euer Data. Und dann bis dahin, meine Freunde. Ciao. Thank you.